die Oma Geburtstag hat, dann gibt's für jeden was. Einen feinen Maronikuchen zum Beispiel. Aber auch die Oma selbst soll natürlich nicht leer ausgehen. Und wir haben alle ein Geschenk für die Oma. Also der Seppi hilft der Oma beim Tortebacken. Und ich habe versprochen, dass ich den Geburtstagstisch decke und ganz schön schmücke. So möchte auch der kleine Drache Bastelmann der Oma etwas ganz Besonderes schenken. Einen Schatz aus seiner Drachenhöhle. Doch Basti ist verzweifelt. Die Höhle ist eingefroren und mit ihr alle Geschenke. Was kann man da bloß machen? Aua! Ui! Da ist aber viel Eis. Ich versuch's noch einmal. Au, au! Nee, das kann man mit dem Hammer aufschlagen. Die Fee, die das machen kann. Die tatst du holen, echt wohl. Und, glaubst du, das funktioniert? Aha, ja. Aufzaubern. Die Eisprinzessin. Was mit deiner Eisprinzessin? Geht's erzählen. Ich werde mal schauen, ob ich in die Höhle hinein kann. Ich, ja. Ich bin ein ganz starker Kasperl. So, warte, ich helfe dir. So, ho, 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 ho. Auch der Kasperl ist ratlos. Das Eis ist einfach zu dick und noch ist es bitterkalt. Warte noch mal. Ho, 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 ho. Die Moral der Geschichte. Weißt du, was würdest du sagen? Ja, dass die Oma mein Geburtstagsgeschenk gekriegt hat. Und wenn alle zusammenhelfen, dann wird alles wieder gut. Mhm, so ungefähr. Ja, so wie es immer ist bei den Stücken, genau. Zum Glück hat die Oma ein altes Märchenbuch und darin steht sogar, wie man Eis zum Schmelzen bringen kann. Aber leicht wird es für die beiden trotzdem nicht. Ihr Abenteuer führt sie nämlich tief in den winterlichen Wald. Oder das Eis zum Schmelzen bringen. Ja, genau das ist es, gnädiges Eisfeel. Genau das ist es. Fragen über Fragen. Aber gemeinsam mit dem Kasperl lösen sich freilich irgendwann alle Probleme. Und so kommt Basti doch noch zu seinen Schätzen. Und die Oma zu ihrem Geschenk. Und wie versteht sie euch so privat miteinander? Dass jetzt da fast zockst. Na, geht eh. Ich meine, ab und zu ist ein bisschen vorlaut. Aber na, eigentlich verstehen wir. Was sagst du? Wir verstehen uns gut. Was sagst du? Also ab und zu ist es auch ein bisschen vorlaut, aber eigentlich habe ich schon lieb. Ah. Geht.